Also, es gibt noch ein Leben neben Covid-19 und das wird in diesen Tagen oft übersehen. Morgen zum Beispiel, also Weltautismustag. Autismus, das ist eine Entwicklungsstörung, die bei vielen Betroffenen spät oder gar nicht erst festgestellt wird. Der Musiker Steven Elijah Neuhaus aus Worms, er war 10 Jahre alt bei seiner Diagnose. Er ist heute mein Gast, ein Musiker, der es inzwischen sehr erfolgreich, sehr weit gebracht hat. Der Autismus aber, der hat sein Leben bestimmt. Ich liebe Regen, er lässt mich wachsen. Wenn ich liege, mich richtig aufzuraffen, bin voller. Groß denken, groß träumen und fleißig an den Zielen arbeiten, das ist sein Lebensmotto. Steven Neuhaus hat sich viele Träume erfüllt, obwohl er das Asperger-Syndrom hat, eine besondere Form des Autismus. Lieber ist mein Herz voll und meine Tasche, die ist leer. Lieber ist mein Herz voll, Herz voll. Steven Neuhaus ist ein vielseitiger Künstler. Er kann Pop, Soul oder Rap. Wegen seines Asperger-Autismus wurde Steven Neuhaus oft unterschätzt. Als Vize-Weltmeister im Kickboxen hat er es allen gezeigt. Sein aktueller Song? Herzvoll. Lieber ist mein Herz voll und meine Tasche, die ist leer. Steven Elijah Neuhaus, schönen guten Abend. Guten Abend. Das ist eine Zeile, die ist ja nahezu prophetisch 2017 entstanden für viele Künstler im Moment. Ja, das stimmt, ja. Wie gehen Sie persönlich mit der Situation um, dass Künstler kaum noch eine Chance haben, im Moment auftreten zu können? Ja, das ist ein harter Schlag gewesen. Man musste natürlich jetzt auch einige Konzerte absagen. Es werden Aufträge gar nicht erteilt. Alles wird in die zweite Jahreshälfte geschoben. Und die ist ja auch natürlich noch unklar, bis diese Situation mit einem Impfstoff oder mit einem Medikament, was wirkt gegen dieses Virus, gefunden wird. Also finanziell gesehen ist das eine sehr, sehr schwierige Situation. Was macht das Herz trotzdem im Moment voll? Naja, man hat viel Zeit mit der Familie und ich finde immer auch mit einer gewissen Langeweile, da entstehen auch kreative Ansätze. Und ich persönlich habe sowieso viel zu tun. Ich muss an meinem Buch weiterschreiben, ich muss an Songs weiterschreiben. Also die Arbeit geht mir nicht aus und ich habe ein Dach über dem Kopf und habe zu essen und somit bin ich zufrieden. Wir sind hier, um über den Weltautismustag zu sprechen. Ja. Sie haben gerade einiges schon dazu gesagt, was mich überrascht. Wenn ich an Autisten, an Autismus denke, zum Beispiel habe ich gehört, Sie haben eine Familie gegründet, seit November sind Sie Vater. Genau. Das ist bei vielen Autisten, ist das gar nicht so. Das ist die Ausnahme. Ja, ich glaube so 20%, sagt die Wissenschaft, dass Asperger-Autisten so ein normales Leben führen können. Ich bin über die Situation einfach sehr glücklich, dass das alles so funktioniert. Und uns fällt auch die Decke nicht auf den Kopf oder wir haben keinen Lagerkoller. Also ich kann mich in diesem Ganzen sehr gut einfügen. Es gibt natürlich immer gewisse Dinge bei einem Asperger-Autisten. Kennst du einen Asperger-Autist, kennst du 1000 nicht. Aber die dann halt ein bisschen schwierig sind in der Familie, vielleicht auch mal zu klären, wenn es um Arbeitsabläufe geht oder so im Haushalt. Weil Autisten sind bekanntlich sehr vergesslich. Man konzentriert sich so ein bisschen aufs Wesentliche. Und ich als Kreativer bin dann total steif auf meinem Text fokussiert und schreibe. Und ach du meine Güte, die Spülmaschine. Also das ist halt so etwas, gibt es dann schon ab. Ist eine schöne Ausrede eigentlich dann im Haushalt. Das ist die beste Ausrede für Männer, ne? So kann man fast sagen. Ne? Aber es ist tatsächlich so, ja. Greta Thunberg hat auch das Asperger-Syndrom. Ja. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie, ich sag jetzt mal, anders sind als andere? Das habe ich gemerkt sehr früh in der Schule. Ich war ein starker Träumer und habe mich halt für bestimmte Themen, die ich hatte, ob das im Sport lag oder in Geschichte, sehr stark interessiert. Aber auch wirklich nur da in diesen Fächern und habe mich da so reingearbeitet. Und es gibt ja Geschichten von Autisten, die haben ein bisschen fast besser als ein Doktorand in gewissen Themen. Und ja, da habe ich gemerkt, dass ich anders bin. Natürlich aber auch die Spiegelung wiederum der Kinder, der Lehrer, die mit der Andersartigkeit nicht umgehen konnten. Ja, das war nicht alles. Legastheniker, Sie gehen da oft mit um. Legastheniker sind Sie auch. Sie haben eine ganz starke Augenschwäche auch. Genau, Sehbehinderung, ja. Wie schwer war es tatsächlich, diesen Alltag zu bewältigen? Und wie sehr hat die Musik als Fokus geholfen,
dieses Leben, ihr Leben eigentlich auch zu retten? Naja, der Sport war ja das Erste, was mich so ein bisschen gerettet hat, weil das Ganze war in der Schule sehr schlimm. Ne? Also ich hatte eine beschissene Schulzeit, wenn ich das mal so sagen darf. Stark mit Mobbing, auch körperlicher Gewalt, weil ich eben anders war. Auch die Lehrer, ich hatte einen Klassenlehrer, der hat mich ja aus dem Chor rausgeschmissen, weil er mich für unmusikalisch hielt. Musik habe ich eigentlich total gehasst und habe damit nichts anfangen können, weil ich auch durch die Legasthenie, hat man ja motorische Beschränkungen auch, also viele Legastheniker haben das, und da konnte ich auch schwer ein Instrument lernen. Und erst als meine Krankheit aufkam, dann im späteren Jugendalter, wo ich dann fast bei den Profiboxern gelandet wäre, da habe ich dann den Weg zum Schreiben und zu der Musik gefunden. Und schreiben jetzt auch an einem Buch, das Ende des Jahres auch veröffentlicht werden kann. Ja. Sagen selbst, Sie sind ein Optimist und sogar die Krankheit hat Sie bereichert. Ja, also man spricht ja in dem Spektrum Autismus von Entwicklungsstörungen. Es sind ja sozusagen, wenn man es noch genauer nimmt, neurologische Entwicklungsstörungen. Und dann könnte man wieder von Krankheit sprechen. Es ist ja da das Problem einfach, dass da ein Informationsaustausch schwer wahrgenommen werden kann. Man generell Probleme hat mit der Wahrnehmung oder auch in sozialen Kontakten Probleme hat. All das macht ja diese Entwicklungsstörung aus. Und ja, aber das funktioniert, und deswegen habe ich auch gedacht, ich schreibe ein Buch drüber und bin die Stimme für die anderen, die halt sich nicht trauen, eben so frei sich zu äußern und darunter auch wirklich schwer leiden. Und das ist Ihr Leben und das ist wichtig, dass das alles dazugehört, ja. Und dass Sie jetzt dieses Buch schreiben und die Stimme sind. Danke für den Besuch bei uns. Vielen Dank. Ich danke auch.